So, hallo, wir machen weiter. Bei Infernum, letztes Mal haben wir Linienlevel gespielt und was war das andere? Weiß es gar nicht mehr. War der Switch mit in dem Part? Ist ja egal. Wir spielen einfach jetzt Fiatlux. Ah, da habe ich schon mal reingeguckt. Dann hast du mich wieder rausgeschickt. Okay, da ist ein Secret Exit am Anfang. Oder ist das der Conan Secret Exit? Weil ich habe ja keinen Schlüssel. Alter, ich sehe nichts. Das war mal der Conan Secret Exit, aber außer das Schlüsselloch wurde alles entfernt, was dir hier einen Exit geben könnte. Ganz generell gibt es hier keinen Conan Orb mehr, weil das Level keinen braucht. Okay. Das Level ist ja einfach genug. Okay. Da bist du praktisch davon ausgegangen, dass ich das schon schaffen werde. Natürlich. Hier gibt es übrigens auch noch ein anderes Secret. Ach so. Hier oben bei dem Swamp. Nee, da kommt man nicht hoch. Na, schau mal nach unten. Da ist eine Röhre. Richtig. Ja, aber die kann ich ja nicht betreten. Ja, die Stacheln agieren wie Mancher. Ach so. Peacewitch. Richtig. Wahrscheinlich taucht dann einfach ein Auto auf, oder wie sehe ich das? Ja, geh einfach mal zurück. Wie war da drüben ein P-Switch? Habe ich ein P-Switch verpasst? Ja, es ist schwierig in der Dunkelheit was zu sehen, nicht wahr? Ja. Aber nee, du gehst zurück. Du rewindest nicht. Ach so. Ach, da fällt einer runter, oder was? Hm, vielleicht. Oh. Ja, what the hell? Das ist ein lustiger Sprung, ich weiß. Aber sein Secret muss man sich ja auch verdienen. Aha. Hä, aber wieso lag der beim ersten Mal nicht da? Weil du da rechts gerade eine Blocksnack ausgelöst hast, die über dem Swamp quasi langgelaufen ist und die dem P-Switch jetzt freigegeben hat. Lol. Das ist ja wild. Alter, dieses An und Aus, ne? Oh mein Gott. Ja, wir werden eine Menge Spaß haben in dem Part. Das ist ja genau das Richtige für meine Augen. Hä? Ich dumm? Ja, dann vielleicht noch die Röhre treffen, dann wäre alles gut. Fiat! Kein Fiat. It would be no fun if things ended just yet. Don't give up, stay strong and keep comfy like my cutest tester twigs. Ah. Stimmt, das ist doch sein Profilbild, oder? War das nicht irgendwo mal benutzt? Also nicht ganz sein Profilbild, aber vom Charakter her ja. Okay. Yay, Grüße an Twax an der Stelle. Genau, so. Und jetzt spielen wir das Level mal richtig. Beide Exits. Halt, da ist eine Röhre da oben. Ja, da ist eine Röhre da oben. Dann krieg ich da meinen Schlüssel her. LOL! So habe ich das zwar nicht... Oh mein Gott, nee, oh Gott, nein. Doch, Conan, genau das. Oh, Schande. Hilfe. Oh Gott. Nach der Aufnahme habe ich wieder Kopfschmerzen. Dann ist ja gut, dass das der letzte Part für heute ist. Ach du Scheiße. Oh nee. Getting over it, aber in Dunkelheit. Aber mit Save States. Oh, zum Glück ist schon zu Ende. Oh, yes. Raus da, raus da, raus da. Oh mein Gott. Ich soll ein ganzes Level mit diesem Gimmick machen. Nee, das ist echt für meine Augen ganz schlecht. Oh mein Gott. Oh.
Das ist... Uff. Hilfe. Also der normale Levelteil war ja noch okay, aber... Oh. Das war unangenehm. So. Ach, scheiße. Ich weiß gar nicht. Irgendwas an diesem Level hat sich verändert. Ich glaube, weil die Leute zu viele Probleme mit dem Ending hatten. Okay. Ach, da fallen Sägen runter. Ach so. Nee, da warte ich wohl eine Runde lieber. Mach das doch mal. Vielleicht sieht das Timing dann auch schon besser aus. Ja. Ja, perfekt sogar. Ja, super. Okay, da warten wir auch. Ja, wow. Okay. Zum Glück kommt schon der Midway. Das ist ein gutes Zeichen, dass meine Augen das hier gleich geschafft haben. Puh. Nein! Das darfst du nicht. Ja, den Kumpel hättest du vielleicht aufhalten sollen. Lauf nach hier. Genau. Da ist was runtergefallen. Ist das eine Shell oder ein Switch? Eine Shell, okay. Eigentlich hast du das Level schon mal gespielt, ne? Ist halt nur ein paar Jahre her. Hab ich? Ja, hast du. Ist das eines von denen, die ich gespielt habe? Kann ich mich gar nicht erinnern. Ich zitiere den Partnamen, das Gimmick mag ich nicht, das Gimmick auch nicht. Oh lol. Okay, dann habe ich damals schon mit den Augen wahrscheinlich rumgemeckert. Ah. Wird aber auch nicht besser. Das Einzige, was hinzugekommen ist, ist der Secret Exit und dass der Aufbau sich halt generell verändert hat. Ja, wait, aber ich muss ja... Ich muss hier den Shell Jump machen, oder? Ja, richtig. Also brauche ich die doch nicht mehr nachher, die Shell, dann hatte schon gepasst. Okay, dann hat er schon gepasst. Ja, vielleicht solltest du so springen, dass das Licht angeht, wenn du drüben landest, oder? Ich war ja schon hier, ich habe ja nur rewindet, weil ich gedacht habe, ich brauche die Shell noch. Okay. Nee. Wait, das ist jetzt nicht so gut. Nee, da oben ist nix. Ah, dann muss ich loslaufen, wenn die zurückfährt. Das ist nicht so gut, im Dunkeln zu sterben. Die arme Musik schon wieder. Nee, das haut nicht hin. Das war jetzt nicht viel besser. Ja, da wird es gerade wieder hell. Vielleicht haut's hin. Nee. Dann timen wir das nochmal anders. Vielleicht jetzt. Ja, das ist gut. Okay. Ich kann nicht... Wie mache ich das denn? Der kommt... Ach so, ich darf den nicht vorher runtersetzen. Ah, der da muss später... Nee, der muss vorher... Nee, der muss später fallen.
Oh je. Okay. Was war denn das andere Gimmick, was ich nicht mochte? Ja, so, okay, passt. Also wenn ich ein paar, das Gimmick mag ich nicht und das Gimmick auch nicht genannt habe, dann muss es ja... Nein! Der ist zu bald. Nein! Oh! Ich kann da hin und her. Oh, das macht's auch einfacher. Ja, das nehme ich doch direkt an. Sal hat sich wieder gemutet und hat's nicht bemerkt oder so. Nämlich vorhin mal passiert. Aber vielleicht ist auch einfach kurz weg. Muss ich da durch Spin jumpen? Geht das? Ach nee, einfach runterlaufen, okay. Okay, das geht. Ja, okay. Das hat nicht gepasst. Ariel? He's gone. Oh, das war auch nicht gut. Das sieht gut aus. Das muss passen. Okay, raus da. Raus da. Uff. Ah, vielleicht war es das Wasserlevel mit dem anderen Gimmick, mit den Dingern seitlich. Gut. Gesetzt im Fall, dass Sal wieder kommt, wir spielen jedenfalls Silversine Solo. Da ist eine Feder. Die hätte ich wohl gerne. Okay, wie kommt man denn da ran? Nee, da komme ich niemals ran, so. Das kann ich mir nicht, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das geht. Soll das gehen? So schnell dann rüber irgendwie? Nee, hä? Das kann ich mir nicht vorstellen. Okay, mal gucken, was das Level... Also, muss ich direkt fliegen? Ich muss direkt fliegen. Okay, ich muss da ankommen. What? How? Ich guck mal kurz, ob er in der Aufnahme vielleicht... Also, in der Aufnahme sag ich schon. Ich kann dich weder sehen noch hören. Schaffst du aber sicher auch alleine. Null. Okay. Aber die Dings läuft noch? Ich ruf mal neu an. Hallo? Hallo? Ja? Jetzt geht's wieder, okay. Dann bekommst du Bild. So, ich bin gerade am Rätseln, wie ich an die Feder rankommen soll. Nee, Bild bekomme ich nicht. Doch? Doch, jetzt habe ich Bild. Ah. Ich bin gerade am Rätseln, wie ich an die Feder rankommen soll. Also irgendwie... Ah, okay, nevermind, hat sich erledigt. Nee, habe ich nicht. Was? Ich glaube, dein Internet ist gerade nicht uploadfähig. Mein Internet? Was? Wieso? Ich habe nichts gemacht. Wirst du wohl ohne mich beenden müssen, den Part. Hörst du mich nicht mehr? Ja, weil ich von dir nichts sehe und nichts höre, sobald du die Videoübertragung anmachst. Mein Internet habe ich gerade getestet, als ich nicht da war. Okay, aber hier ist eigentlich auch alles stabil. Ja, gut. Nee, tue ich nicht. Also, nur ganz, ganz bruchstückhaft. Okay. Na, ich wünsche dir jedenfalls noch viel Glück. Federlevel ist ja zum Glück nicht so lang. Danke. Und sagen wir schon mal tschüss. Viel Spaß. Tschüss. Ja gut, ihr habt's gehört. Das hat dann nicht so ganz funktioniert.
Oh, hier muss ich wahrscheinlich, muss ich da immer noch den Switch ausgehen? Nee, kann ja gar nicht sein, weil dann wäre es ja einmal so und einmal so. Da muss irgendwas... Ach, der läuft ja noch, der Switch. Ah, verstanden. Müsste das denn nicht so gelöst werden? Ah, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich gerade nicht. Nee, das ist wahrscheinlich ein Ticken zu knapp. Doch, das geht. Aber die Frage ist, ob ich noch fliegen muss an der Stelle. Ich fürchte, ja. Ah, war klar. Okay, aber ich kann hier oben wieder Anlauf nehmen. Insofern passt das. Nein! Okay, gibt es hier einfach eine neue Feder oder so, wenn man da reinkommt? Ja, okay, alles klar. Wait, nee, hier kann ich auch weiter, oder was? Ach so, man startet jetzt hier. Wait, aber was ist denn dann auf der anderen Seite von dem Midway Point noch gewesen? Hier ging es doch auch noch weiter. Hä, jetzt bin ich irritiert. Da ging es doch auch noch weiter. Moment, Moment, Moment. Das wollen wir jetzt erstmal rausfinden. Aha! Da ist ein Mond. Alles klar. Ja gut, dann geht's tatsächlich hier weiter. Aber muss ich da jetzt so hin und her oder geht das in einem Wusch? Ja, ich glaube, ich muss hin und her. Ach, Schande, ich kann das nicht gescheit. Oh Gott. Ah, warte, wir machen das anders. Wir machen hier langsam und dann gehe ich nämlich Stück für Stück höher. Das ist so viel zu langsam. Ja, so in etwa. Genau, das ist die Geschwindigkeit. Nee, das ist... Naja, das reicht auch nicht. Jetzt mache ich es mir wahrscheinlich schwieriger, als es ist. Das ist noch alles zu schnell. Warte, das geht besser. Das müsste sogar... Nee, das war... Wir starten das neu. Wir starten das neu. Wenn ich das nämlich jetzt so, ohne dass ich da andocke, mache, müsste ich da... Nee, das haut nicht hin. Nee, okay, dann machen wir das halt klassisch. Mit manuellem Hochgedingse. Hilft leider nichts. Jetzt habe ich aber eine schöne Geschwindigkeit. Nein! Komm schon. Ich muss nochmal umdrehen. Ich muss nochmal umdrehen. Ich muss nochmal umdrehen. Scheiße. Okay, ich muss nochmal umdrehen. Wo ist die Taste zum Umdrehen? Hilfe! Die da. Ja, das Problem ist, dass man dann halt wieder schneller wird. Wahrscheinlich mag es mir gerade schwieriger, als es ist. Aber wir kriegen es... Wir sind ja fast oben, also wir kriegen es ja hin. Jetzt. Das ist perfekt. Oh mein Gott. Das habe ich mir bestimmt schwieriger gemacht, als es gedacht war. Das macht nichts. Lol. Okay, da war jetzt aber ein Dings. Das heißt, da kann ich hin, mich hinporten. Da hat sich, genau, hat sich ein Pilz ausgelöst. Vielleicht, weil es doch eine schwierige Stelle sein sollte. Okay.
I see. Es ist bisher ein recht angenehmes Fluglevel. Finde ich. Weiß nicht, wie ich das am besten. Ich glaube, wir machen das mal so. Ja, perfekt. Genau so. Ah, und dann da hoch. Okay, alles klar. Also wieder ein bisschen langsamer und dann halt Stück für Stück nach oben arbeiten. Oder einfach gleich auf der richtigen Höhe sein. Gut. Warum ist da unten so ein Ding? Hm. Man weiß es nicht so genau. Oh. Oh. Was? Hä? Da oben ist das Ziel. Ach, geduckt hoch. Ja, klar, logisch. Ging das nicht irgendwie, dass man da geduckt hoch konnte? Doch, das ging schon. Ich muss es nur hinkriegen. No! Ich zeig gerne die Feder noch, aber ich glaube, die kann ich da nicht behalten. Aber wenn ich die nicht... Ja, aber wie soll ich denn jetzt? Ich muss die safe behalten. Wir probieren es mal so ein bisschen, aber ich fürchte, ich muss die behalten. Ich denke, die kommen von selber nicht angerannt. Mann! Hm. Ich muss den kaputt drehen, okay. Aber ich krieg keine zweite Feder, das ist offensichtlich. Also ich müsste bis hierhin alles richtig gemacht haben. Vielleicht hat es ja doch damit irgendwas auf sich. Wüsste nicht was. Ach, ich Trottel! Warte, 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 warte. Ja. Jetzt habe ich den schon mal gekillt, aber der... Ah! Das könnte den anderen gekillt haben. Muss ich den erst reinladen? Wir werden es mal mit reinladen probieren. Also wenn er jetzt nicht tot ist, dann weiß ich auch nicht. Huch. Wir gucken mal, ob es funktioniert hat. Sag mal, jetzt schaffe ich es nicht mehr da oben rein in die Lücke. LOL! Ja, das wäre halt auch noch eine Variante, dass man dann da oben vielleicht gerade noch die Feder behalten kann. Aber dann... Na, dass ich jetzt noch eigentlich fliegen würde, aber ist der jetzt noch da? Nein, er ist auch tot. Okay, sehr gut. Dann war das die Lösung. Yay! Gut. Dann... geht's demnächst weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und das nächste Level heißt Ulmina Pristina. Tschüss. Ah, wir gucken mal ganz kurz. Wir gucken mal ganz kurz, wie viele Exits ich jetzt habe. Ich denke so 40, 50 rum. Oh ja, tatsächlich schon über 50. Alles klar. Danke fürs Zuschauen und tschüss.